Hallo Wilma. Hey, die merkt scheinbar gar nicht, dass wir schon alle da sind. Hallo Kinder, ich freue mich, dass ihr heute an Weihnachten mit uns Kindergottesdienst feiert. Mensch Wilma, du pfeifst und pfeifst so vor dich hin. Kriegst du gar nicht mit, dass schon Kindergottesdienst ist? Die Melodie hört sich ja schön an. Sing das Lied doch mal für uns. Ihr Kinderlein, kommet, o kommet doch all zur Krippe. Hey Wilma, was soll denn das? Meinst du mit der Krippe meinen Futtertrog? Wie, das Jesuskind liegt in deinem Futtertrog? Nein, doch nicht in meinem Futtertrog. Pass auf, die Geschichte kennt doch jeder. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Jesus wurde geboren und deshalb feiern wir Weihnachten. Es war soweit. Maria war schwanger, wie es der Engel gesagt hatte. Aber wo sollte das Baby zur Welt kommen? In ihrem Haus in Nazareth? Oder gar in Jerusalem im Königspalast? Maria wusste es nicht. Da traf eines Tages eine Nachricht aus Rom ein. Sie kam vom Kaiser Augustus, dem mächtigsten Mann der Erde. Der schickte Boten zu allen Leuten und in jede Stadt und in jedes Dorf. Und er ließ ausrufen, so befiehl der Kaiser Augustus, alle Menschen in meinem Reich sollen aufgeschrieben werden. Jeder muss dazu in die Stadt gehen, aus der seine Familie stammt. Da half nichts. Der Kaiser hatte es befohlen. Alle mussten gehorchen, ob sie wollten oder nicht. Und die Leute machten sich auf den Weg. Auch Josef machte sich auf, zusammen mit Maria, und zog nach Bethlehem, in die Stadt seiner Vorfahren. Es wurde eine mühsame Reise. Die Menschen liefen so schnell sie konnten und fanden auch ein Gasthaus, in dem sie schlafen konnten. Doch Maria und Josef kamen nur langsam voran. Endlich erreichten sie Bethlehem. Wo sollten sie nun unterkommen? Die ganze Stadt war überfüllt. Gab es für sie denn keinen Platz in dieser Stadt? Und Maria spürte, bald würde ihr Kind zur Welt kommen. Gab es für dieses Kind keinen Platz? Sie fragten und suchten. Am Ende fanden sie einen leeren Stall. Stroh bedeckte den Boden und eine Futterkrippe stand in der Ecke. Und da geschah es. In diesem Stall und mitten in der Nacht kam das Kind zur Welt, von dem der Engel geredet hatte. Maria wickelte es in Windeln und legte es in die Futterkrippe. Es war ein hilfloses Kind, wie jedes andere. Und doch war es ein besonderes Kind. Das Kind, das der Welt den Frieden Gottes bringen sollte. In derselben Nacht waren noch andere Menschen wach. Es waren Hirten. Sie hüteten ihre Schafe draußen vor der Stadt Bethlehem. Ganz dunkel war es um sie her. Aber plötzlich schreckten sie auf. Was war das? Mitten in der Nacht wurde es hell, taghell. Ein Licht leuchtete auf, noch heller als die Sonne, und in dem Licht stand ein Engel vor ihnen. Die Hirten zitterten vor Angst, aber der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht, ich bringe euch große Freude. Der Heiland ist geboren, geht nach Bethlehem, dort liegt er als Kind in einer Krippe, in Windeln gewickelt.« Als er noch sprach, sahen die Hirten plötzlich noch viel, viel mehr Engel. Die sangen und jubelten. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Gott hat die Menschen lieb. Die Hirten standen da und lauschten, bis der Gesang verklungen war. Und dann waren die Engel wieder fort. Doch die Hirten riefen, habt ihr gehört, was der Engel gesagt hat? Der Retter ist geboren, hier in Bethlehem in dieser Nacht. Kommt schnell, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist. Da ließen sie ihre Schafe zurück. Sie liefen so schnell sie konnten, bis sie in Bethlehem waren. Sie suchten und fanden Maria und Josef im Stall. Und sie sahen das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen, genauso wie es der Engel gesagt hatte. Ein winziges Kind. Und doch war dieses Kind der Retter der Welt. Da erzählten die Hirten Maria und Josef, was sie gesehen hatten und was der Engel von diesem Kind gesagt hatte. Danach gingen sie wieder nach Hause zu ihren Schafen.
Ja, das ist die Geschichte, wie Jesus geboren wurde. Und in der Bibel stehen noch ganz viele Geschichten, was Jesus erlebt hatte. Und die Geschichte von Gott und dem Menschen, die hört nicht auf, wenn die Bibel aufhört. Die geht mit dir und mir und mit uns allen weiter. Jesus wurde im Stall geboren. Und weil Maria und Josef kein Bettchen hatten, legten sie ihn in eine Futterkrippe. Ich freue mich so, dass wir heute Weihnachten feiern. Jesus ist für uns als Mensch auf die Erde gekommen. Genau. Jesus ist für uns da. Und er ist gekommen, damit Friede wird. Das ist doch Grund zum Feiern. Und wir zwei feiern die Geburtstagsparty für Jesus. Weihnachten ist Party für Jesus, Geburtstagsfeier bei Kerzenschein. Hey, Freddy! Freddy, komm noch mal! Ich hab voll das coole Geschenk für dich. Wow, Socken! Ich wollte dir auch welche stricken, aber ich hab deine Größe nicht. Wie wär's mit einer Mütze? Ja, das schaffe ich.